Hallo ihr Lieben, ich habe endlich einen Greenscreen. Ihr seht jetzt alles um mich herum. Ho, bis der Arm draußen ist, komplett unsichtbar. Und im Hintergrund seht ihr League of Legends. Selbst wenn ich meinen schönen Rhinos, den ich ja so häufig trinke, mit Grün reinpacke, ist zumindest... Warte, wenn ich es über... geht gar nicht. Ist zumindest diese Fläche wie unsichtbar. Und ansonsten, ich freue mich drauf. Es gab lange Überlegungen von mir persönlich, Greenscreen einzurichten. Ich fand es immer sehr cool. Meine beiden Brüder haben es nicht. Meine Freundin meint auch so, muss nicht unbedingt sein. Ich persönlich dachte mal, Greenscreen ist eine geile Sache. Ich mag es. Ich will es ausprobieren. So. Ist mir egal, wer es hat und wer es nicht hat. Ich würde es gerne mal testen. Und jetzt ist es endlich durch. Und es macht mir jetzt schon jede Menge Spaß. Man fühlt sich irgendwie viel freier und noch mehr in dem Video selbst drin. Ich persönlich mag es. Die Frage ist, mögt ihr es auch oder mögt ihr es nicht? Falls ihr es mögt, gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Und ansonsten spielen wir jetzt, wie steige ich auf? Dazu wollte ich auch nochmal ganz gerne eine Sache sagen. Und zwar gebe ich zu, dass einige geschrieben haben, dass ich in meinem letzten Game, wo ich Ryze gespielt habe, vielleicht zu sehr meine Mates beschuldigt habe. Auch wenn einige andere... Warte mal kurz. What you want. Auch wenn einige meinten, deine Mates spielen wie Platin und sie haben wirklich nicht gut gespielt, aber ich hätte mich definitiv besser zusammenreißen können. Deswegen, da wollte ich euch recht geben. Liegt halt auch daran, dass... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich in der Promo bin, bin ich viel schneller reizbar, als wenn ich nicht in der Promo bin. Ich glaube, das ist auch menschlich, weil irgendwie geht's um mehr. Man will die Promo nicht verkacken. Und ich habe mich dazu sehr beeinflussen lassen. Vor allem, weil ich ja selber auch immer predige, man sollte positiv bleiben, man sollte nicht blame. Und das sind die Grundregeln. Tatsächlich, wenn es um diese Serie geht, wie steige ich auf? Das heißt, selbst an die Nase fassen und nächstes Mal besser machen. Das ist jetzt das Motto. Außerdem möchte ich ganz gerne mal Graves Jungle spielen. Ich werde jetzt mit dem Toplaner traden, weil er lieb gefragt hat. Und ich habe ja auch selbst in meinem letzten Video, wo ich gesagt habe, welche Champions denn gut seien, gesagt, dass Graves ein guter Jungler ist. Dann habe ich ihn auch mal wieder ausgepackt und festgestellt, ey, der kommt extremst gut durch den Wald und hat den Mörderschaden. Lass uns doch mal Graves spielen. Außerdem ist es ein bisschen Abwechslung zu dem, was ich sonst immer spiele. Ich mag den Dude. Noch ist es Patch 6.20. Da oben sehen wir es. Es ist also noch nicht der genervte Graves. Hoffentlich klappt's. Promo haben wir nicht geschafft. Wir sind also Diamond 4 mit dem Account. Auf meinem Carry, also nicht auf meinem Main-Account. Ich benutze ja meinen zweiten Account momentan zum Laddern. Und da habe ich es auf jeden Fall schon mal bis Diamond 3 geschafft. Das muss hier auf jeden Fall auch noch Minimum drin sein. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Das Ding ist, ich würde gern mehr spielen. Die Season ist am 10. oder 11. glaube ich vorbei. Das heißt, nicht mal mehr einen Monat. Wenn wir das runterrechnen durch 2, sind es gerade mal nur noch 15 Folgen. Da ist ja nicht mal 30, vielleicht 13 Folgen. Wie hoch können wir da kommen? Wenn wir jetzt alles gewinnen würden, die nächsten 13 Folgen, dann wären wir, vielleicht vorproduziere ich, weil ich habe echt Bock, diesen Account noch ein bisschen höher zu pushen und nur jeden zweiten Tag ein Game zu machen, da kommt man nicht weit. Wir sind damit 4. Promo 2 Games gewonnen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wir könnten, wenn wir alles gewinnen, irgendwo in der Mitte von Diamond 2 landen wahrscheinlich. Dafür müssten wir aber alles gewinnen. Das wird schwierig. Wenn wir eins verlieren, müssen wir wieder zwei gewinnen. Ihr versteht? Alright. Oh, ist das cool. Greenscreen. Irgendwer hat gesagt, Mike, hör auf zu dappen. Dappen ist für Deppen oder so, hat er gesagt in den Kommentaren. Ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung. Wahrscheinlich seid ihr mit diesem ganzen Dubbing in der Schule extrem konfrontiert worden. Da ich nicht mehr zur Schule gehe und eigentlich nur zu Hause hocke, sehe ich nur das, was ich online sehe. Und da gibt es halt ein paar Fun-Videos vom Dubben. Und deswegen, ich bin jetzt auch keiner, der durch die Straßen geht und pisch macht und dann auf einmal so ein Knallgeräusch noch kommt. Irgendwie, manchmal ist es einfach ein YOLO-Move, wenn man so nach irgendwas greifen will. Spaß, Spaß, Spaß. Also beruhigt euch. Alright. Auf jeden Fall mit dem Talisman starten, nicht mit der Machete bei Graves. Das ist wichtig. Denn... So habt ihr insgesamt mehr Regeneration. Jetzt ist die Frage, starte ich unten oder oben? Botlane, das ist die Frage.
You want me to start top? Entweder, je nachdem, was die Botlane fordert. Wenn die Botlane hier stressen will oder pushen will, dann kann ich auch top starten. Okay, der Gragas hat hier gewardet. Ich jungle wirklich viel, ich habe mich aber immer noch nicht an diesen Trank gewöhnt. Der wird Graves nicht mehr empfohlen, den hier. Weil man muss halt so sehen, für 150 kannst du dich 250 heilen. Wenn du drei Tränke kaufst, kannst du dich... Warte mal, wo steht das, wie viel der heilt? Da 150. Für 150 kannst du dich hier 450 heilen. Das ist halt heftig, das ist... Das ist deutlich mehr. Man muss halt sagen, dieser Trank lädt sich immer wieder auf, ne? Und irgendwann rentiert er sich, aber auf Graves, da er gar keine Probleme hat, könnte man wahrscheinlich auf diesen Trank gehen. Aber ich mag auch diesen, im Falle eines Fights sich schnell healen zu können. Alright. Ich habe keine Armor Penetration Runen leider auf diesem Account, deswegen habe ich jetzt Flat AD mal drinnen. Zack, den haben wir. Wir haben... Oh, shit! Habt ihr diesen schnellen Auto-Attack gesehen gerade? Wenn man mit Graves slidet und das richtig macht, dann kriegt man da übel was raus. Das ist ja der Auto-Attack-Reset. Die Gegner haben einen Aurelion Sol und ich finde Aurelion Sol, auch wenn er nicht ganz so stark ist wie auf der Worlds, finde ich ihn trotzdem extremst stark. Ich hab immer wieder irgendwie Bedenken, wenn ein Aurelion im Gegnerteam ist. Es ist einfach schwer, Aurelion zu engagen durch diese Kometen, die er mitbringt. Wobei Poppy ganz gut eigentlich gegen Aurelion ist. Muss ich sagen. So. Worauf ich jetzt gar nicht geachtet habe, den Blueber folgt. Das war der Early Aurelion Roam. Are you serious? Etwas spät geflasht. Wenn man nah an den Minions dran steht. Macht man mehr Damage, weil die mehr Kugeln treffen. Scheiße, er geht gerade Warden. Aber ich weiß, dass er im Tribrush Warden geht. Das heißt, ich kann, glaube ich, trotzdem hier rumkommen. Der ist tot. Da ist er drinne. Das musste schnell gehen. Und gerade der Counter ging vom Gragas. Das ging am Ende nochmal gut aus. Double Kill für Papa. Tut mir ein bisschen leid für die Poppy. Wie sieht's da aus? Sie hat leider nur den Support. Ja, so hat geflasht. Vielleicht kann ich da nochmal versuchen zu kommen. Das ist auch eigentlich ein Klassiker. Der Instant Repeat Gank. Eat, Sleep, Gank, Repeat, irgendwie sowas. Ein gefeedeter Twitch wird auch noch extrem eklig. Oh mein Gott! My fucking gosh! Oh shit! Das war knapp! Oh! Graves kann sich ja hinter den Minions verstecken. Man kann sich gegen Graves hinter Minions verstecken. Holy crap. Weil die Bullets von Minions abgefangen werden. Oh, das ist ein dicker Einkauf. Das ist ein sehr dicker Einkauf. Ich bin fett. Ich habe die ersten drei Kills bekommen. Jetzt muss ich weiter snowboarden. Vielleicht mal Mitte ganken. Wir haben ja den Vega Cage. Ja, Vega Farm, Vega auch gut im Late Game. Poppy kann ja so auch sehr stark Probleme bereiten. Allein mit der
Oh. Allein mit der W. Dass er nicht leiden kann. Level 5. Aureon hat wenig Mana, der wird jetzt backgehen, nehme ich an. Der müsste hier wegkommen, leider. Nevermind. Was ist der Kragas? Er jungelt auf jeden Fall. Easy, Partner. Kann ich hier blind rüber? Shit! Ich habe nichts bekommen, aber den können wir auch noch holen. Nochmal reingestellt. Na, ich konnte nicht mehr executen, glaub mir. Ich wurde vom Twitch-Gift voll getroffen. Ich habe nur noch versucht, ein bisschen Zeit zu schillen. Das war natürlich nochmal ein kleiner Throw, muss ich sagen. Mit dem Kragestorm um die Ecke. Da haben wir viel gewollt. Ich habe mein Jungle-Item bei Minute 7. Das ist immer noch krass. So ein greedy Play sollte ich nicht machen dürfen. Jetzt kommt die Ulti und du bist tot. Oder du ultist! Ich meinte auch ursprünglich mit der Aussage den Aurelian. Lol. Schön von dem Vega gemacht. So, den Blue Buff nehme ich noch. Dafür bin ich viel zu fett, um den nicht zu nehmen. Oh, ein gutes Level 6. Ein early gutes Level 6. Poppy kommt klar. Wenn ich jetzt wüsste, dass Kragas top ist, würde ich... Ich glaube, ich mache solo den Drachen. Aureon wird doch runterrollen, ne? Ja, ganz safe ist es nicht, ne? Wenn der Krag... Die scheinen aber nicht gewollt zu sein. Okay, we did it. Graves hat den Drachen gemacht. Leider war es so ein Scheißdrache, ey. Wenn es ein Inferno-Drache gewesen wäre. Das wäre nochmal viel lustiger gewesen. Das war sehr krass gebaitet. Wenn er von mir kein All-In verlangt, warum macht man das sonst? Ich hab mein W gemisst. That feels bad. Das
Das ist schon wieder so explosiv. Aber diesmal hat die Syra nach vorne geflasht. Diesmal wollten die es richtig. Oh mein Gott, habe ich Money. Ich glaube, ich brauche die Dreierschuhe erstmal. Ja, und ein Langschwert. I did both. Kleine Nase weiß. Papa, nicht trinken! Mitlaufen! Kragas, Flatsch! Oh, der Red Buff ist weg. Das gefällt mir gar nicht. Könnte RIP sein. TP von Poppy. Zum Saven, da muss ich top. Ich habe wieder meine Ulti. Hier war ein Pink Ward, leider. Ist der Blue Buff da? Auch nicht. Auch ein sehr guter Buff hier, dieser Ghost. Einfach eine kleine Trade-Combo. Denn jetzt muss der Vega wahrscheinlich nur noch ultien. Oh, what? What? Der Mann tut gerade seinen Fässer so weh. Immer gut hochgeheilt, der Dude. Willst du den Blue Vega? Eine Minute 26, versuch mal an den Drachen dran zu bleiben. Holy shit, was hat Kragas für ein Item? Er hat das schon ins Echo. Der Twitch ultiert gerade rein, oder? Ja. Kriegst du die? Schade. Trotz Dreierschuhe nicht schnell genug. Warte mal, ich wäre locker schnell genug gewesen. Fuck my bad. Scheiße, ich hätte direkt chasen müssen. Okay, dann mach ich Drake. Ganz vergessen, dass ich vorher noch die Krabbe gemacht hatte. Der sah irgendwie so schnell aus, die Ratte. Zwei Mountain Drakes sind schon mal nicht schlecht.
Oh ja, so, komm noch. I'm sorry, bro. Die Minions. Alle Kills sind gerade auf mir, ist das gut? Eigentlich mag ich die Situation gerade nicht so ganz. Twitch wird später von Zyra. Twitch ballert später Zyra und Lucian weg. Vielleicht kriegt Vega einen coolen Käfig. Wo ist mein Jumus? Alright. Ja, ich würde das gerne noch härter irgendwie carryen, weil es ist halt, wie gesagt, ich brauche jetzt jeden Sieg für diese Serie. Mit 6-1 gebe ich mir schon Mühe, aber wie kann ich das jetzt am besten umwandeln? Wir brauchen Vision. Nice. So. Ach, ich habe gar keinen Smite. Das ist nicht gut. Wir haben ein gutes Vega. Ja, Vega ist super im Late. Poppy ist eigentlich auch in Ordnung im Late. Irgendwie muss ich die Botlane noch in Fahrt bringen. Der Tower ist weg. Das war jetzt das zweite Mal, dass genau dann, wenn wir fighten, Yasuo seine Mini-Wave bekommt. Ja, das ist genau das. Twitch knallt einfach jetzt die Leute weg. Auf ein so ekliger ADC, wenn er einmal ins Rollen kommt. Hoffentlich kommt da niemand. So ein Yasuo oder so ein Gragas. Ich hatte mein Slide jetzt wieder. Ich habe schon gedrückt, aber der Kumin. Zu groß. Aurelion Ghost. Nach wie vor, ich krieg weiter die Kills. Ich will nicht die Kills. Mach mal Damage, ich will die Kills nicht. Shit, wir haben ein Tor, wir brauchen Mitte. Ich glaube, Zyra versucht sogar zu bohren, aber dann wird sie von Twitch einfach aufgegessen. Deswegen sollte sie neben mir hergehen. Ich kann den Twitch schon fast one-shotten jetzt. Mit dem Gear, das ich habe. Ich hab meine Ulti.
Da ist der Aurelion. Oh, nicht gegen die Wand. Sollte nicht rechnen. Wir brauchen erst die Vision. Ah, jetzt kommt der Twitch gleich wieder. Der nächste Drake ist ein Inferno Drake. Hat sie Flash? Okay, was brauche ich jetzt? Das ist auch ein sehr schönes Item. Dann habe ich nochmal schön Sustain. Schade, links und rechts sterben die Leute. Was kann ich tun? Nichts ist die Antwort. Oh shit. Sie kommen vom Infernal Drake. Oh, das Kragas passt auch noch. Krass, ey, da waren schon vier Leute direkt am Drake versammelt, als er respawned ist. Die hatten den direkt. Weil wir haben echt überall keine Vision, das ist schwierig. Dann. Oh, der Twitch ist schon irgendwo drin. Das ist doch das Traumspiel für Twitch. Wo ist der Twitch? Was kann er erzählen, dass er nirgends da ist? Die sollten echt anfangen, Twitch in Betracht zu ziehen. Cyrus 8-mal gestorben, Lucian 7-mal. Und dann wundern die sich, dass er super gefeedet ist. Der Tower steht! Das kann nicht sein! Das habe ich missplayed. Der Gragas Body Slam hat mich trotz meiner E-Leiter trotzdem noch erwischt. Und die können einfach weiter die Tower drücken. Der Einzige, der ein bisschen Damage macht, ist Vega. Aber ich bezweifle, dass er was halten kann. Oh! Nee. Das ist leider das Problem, wenn der Jungler alle Kills bekommt. Ich glaube, das Hauptproblem ist das, dass wir einfach nicht groupen. Ich frage schon die ganze Zeit, dass wir groupen sollen. Oh Gott. Killt sie endlich! Was ist denn das? Hier, geh auf Aurelion, Poppy! Ja! Yes, you can! Ich glaube, ich schätze dieses Spiel gerade seit 5 Minuten einfach komplett falsch ein. Ich bin fett, aber die Gegner sind fetter. Oh my gosh. Ich denke mir so, ey Leute, es ist Minute 20, die gehen in unsere Base, das lasse ich nicht zu. Und dann wundere ich mich, dass ich sterbe. Die sind immer zu dritt oder zu viert. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich mir das so angucke, Twitch ist awesome auf dieser Elo. Die Leute, die geben mir einen Fick drauf. Und gehen weiterhin alleine. Ich glaube, ich könnte noch ein Problem für Twitch darstellen. Ja, nicht, wenn die Name hier ist. Twitch ist Bot. Ja, komm, da muss ich Bot deffen, ne? Ich bin nicht dafür fürs weiter chasen. Das ist, by the way, Diamond 4.
Und wie gesagt, man sollte seine Teammates nicht blamen. Deswegen sage ich einfach nur unlucky. Ich sehe den Tryhard nicht. Ehrlich gesagt, das können wir sowieso nicht deffen. Lass uns wenigstens jetzt einen Tower deffen. Der one-shottet mich, der Geiles. Holy shit. Alter. Das ist das Ding, ey. Ich dachte, ich bin fett, die Gegner sind fetter. Die haben auch so viel Geld durch die Turrets. Nein, die Nami überlebt es! Nein, und der überlebt es auch! Feels bad. Es ist nur noch ein Fight bis zum bitteren Ende. Als Spartaner gibt man nicht auf. Kann sogar ehrlich gesagt richtig angenehm sein, nicht zu flamen. Ich finde es gerade lustig, dass die Poppy den Flame-Part langsam übernimmt. Death's Dance ist ready. Ich könnte jetzt noch einen Hexdrinker als nächstes spawnen. Ich hätte auch Hexdrinker vor Death's Dance spawnen können. Im Prinzip kann der Twitch jetzt hier sein. Der Twitch könnte hier sein. Wenigstens das Gebüsch will ich noch sweepen. Da habe ich die unsichtbare Ratte gesehen. Zweiter Drake. Nein! Oh Gott! Fuck, okay Leute, es war sowieso seit 10 Minuten nur noch ein am seidenen Faden hängen und sagen, please, don't finish. Das Game war schlicht einfach kein Tryhard. Also ich habe schon getryhardet, aber irgendwie, wenn man weiß, dass man gegen den Twitch oder gegen den Twisted Fate oder gegen den Rengar spielt, dann geht man nicht solo so weit als Carry of the Lane. Und am Ende wurde es einfach komplett durchgezogen. Schade eigentlich, weil Vega hätte echt übel Potenzial gehabt. Auch wenn er 13 Mal gestorben ist mit seinem Rabadons und mit seinem Morellos, wäre wahrscheinlich noch einiges drin gewesen. Und wir sind jetzt auf 48 Punkten. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich drei Siege, um in die Promo zu kommen. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, was haltet ihr vom Greenscreen? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Graves ist auf jeden Fall noch mega cool. Er hat eine mittelmäßige Range und ich glaube, egal welcher Jungler wir wären, wenn wir mal ehrlich sind, wie hätten wir das carryen sollen? Wenn wir das Game mal ganz ehrlich analysieren, dann gab es definitiv zwei Tode, wo ich die Gegner unterschätzt habe und gestorben bin. Hätte nicht sein müssen. Auch der Move auf der Botlane, wo ich die wenig auf Nami getroffen habe, war unlucky. Gucken wir uns aber den Rest der Stats an, sehen wir, dass das wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätte. Wir müssen einfach weiter daran glauben. Und genau in solchen Situationen, wenn ihr aufsteigen wollt, müsst ihr weiter an das Gute glauben und weitermachen. Genauso wie ich es jetzt tue. Ich werde direkt das nächste Game aufnehmen. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Euer Mr. MikeyPiot rein. Und wie ich immer sage, bleibt fresh.